Hallo zusammen, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Lass dich nicht abzocken, Finanzen, Lernen, Planen, Leben, der Podcast von und mit Holger Nentwich. Ich habe heute einen super interessanten Interviewgast, nämlich den Andreas Wilde. Hallo Andreas. Hallo Holger, guten Tag. Ja, Andreas Wilde ist ein Steuerberater, ich glaube wir kennen uns mittlerweile über 15 Jahre, kooperieren ganz eng miteinander, haben gemeinsame Mandanten und Andreas Wilde hat eine super Kanzlei aufgebaut. Andreas, du hast eine mittelständische Kanzlei aufgebaut. Wann hast du angefangen? In dieser Kanzlei habe ich angefangen 1997, die aber auch schon wieder aus einer anderen Kanzlei entstanden ist. Dort habe ich mich 1997 verabschiedet und habe dann mit zwei angestellten Steuerberatern eine Sozietät gegründet, hier in Bensberg bei Lichtgladbach. Und sind mit 7 Mitarbeitern sind wir hier gestartet und das ist jetzt sehr wichtig, mit 15 Zahnarztmandanten. Wow. Und mittlerweile habt ihr wie viele Mitarbeiter? Mitarbeiter haben wir jetzt im Moment 65 und betreuen 600 Zahnarztpraxen. Wow, das ist ein Wachstum. Ja. Das heißt, das war 98, hast du gesagt, das war vor 21 Jahren. Ja. Wow. Und damit seid ihr ein Big Player im Bereich Zahnärzte, Ärzte. Das macht einen Großteil eurer Mandanten aus. Und wie viele Partner habt ihr mittlerweile hier in der Kanzlei? Wir sind 7 Partner. 7 Partner. Du bist der älteste Gründungsgesellschafter, genau. Und nach wie vor, ja, das Flaggschiff kann ich sagen, weil ich alle Partner kenne. Und okay, wenn du es sagst. ich höre es nicht so gerne. Ja, nein, das Beeindruckende ist, Andreas ist ja jetzt keine 30 mehr, sondern hat schon einige Jahre Erfahrung auf dem Puckel und der ist heiß wie am ersten Tag. Das ist unglaublich, wie ich ihn erlebe. Er hat immer wieder am Wochenende, macht er sich Gedanken am Sonntag, was er in der Folgewoche an Mandaten vor sich hat, was er mit dem Mandant alles entwickeln kann. Also so viel Schaum vor dem Mund, wenn ich das mal so formulieren kann, habe ich bei einem anderen Steuerberater selten erlebt. Das ist unglaublich, wie viel Dynamik dieser Mann drauf hat. Wenn es von außen so wirkt, ist es okay. Aber ich sage dazu auch immer, du kannst so einen Laden auch nur führen und machen, wenn du Feuer in dir hast. Ja. Das heißt, wenn du Feuer in dir hast, bist du kreativ, die Dinge gehen dir leicht von der Hand. Ich merke das ja, wenn ich mal ein bisschen schwächle, gesundheitlich, dann kommt direkt der Quälfaktor und dann macht das auch personal so nicht Spaß und das Gesamtergebnis ist auch nicht so gut. Mhm. Also immer, das Feuer muss hochgehalten werden und wenn ich mal dunkle Wolken habe, stelle ich mich ans Fenster und konditioniere mich neu. Ne, und dann geht es mir direkt gut. Ja, du hast einen guten Mindset und du achtest unheimlich auf deinen Körper, du lädst ja deine Batterie auch regelmäßig auf, indem du deine Auszeit nimmst. Du bist ja auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wie ich das mitbekommen habe. Ja, ich fahre 3 bis 4 Mal die Woche Mountainbike, ja. Alleine oder mit Freunden. Also ich komme so auf 6000 Kilometer im Jahr. Wow. Aber das geht auch neben dem Job natürlich noch. Ja, ja, super. Ist natürlich auch eine Kraftquelle. Ja. Genau, also ist meditativ auch orientiert und ich setze mich schon mal schlecht gelaunt aufs Fahrrad und komme immer gut gelaunt wieder aus meiner Tour zurück. Ja. Jetzt habt ihr so viele Mandate aufgebaut. Du hast gesagt, ihr habt mit 15 Zahnärzten angefangen und jetzt habt ihr über 600. Ja. Wie schafft man denn sowas? Was ist euer Geheimnis? Das weiß man selber nie so ganz genau. Wir wollen immer das Beste tun. Wir sollen als Unternehmer wollen wir vordenken. Ja. Auf unserer Homepage steht das auch, wie viele Unternehmer, lieber Mandant, willst du sein? Und was du nicht kannst oder willst, das ersetzen wir. Und das versuchen wir dann proaktiv zu begleiten. Also ich will mal gerade sagen, wie mein Arbeitstag beginnt. Das ist ziemlich interessant. Bevor ich also in mein Büro gehe, habe ich so eine FIBO-Ecke. Also FIBO heißt Finanzbuchhaltung. Und dort liegen unsere betriebswirtschaftlichen Auswertungen, vor allen Dingen die wir noch nicht digital verschicken. Das machen wir auch immer zunehmend. Das heißt, bei uns BWA-Kontrolle. Das heißt, die Buchführung geht nur an den Mandanten zurück und jede betriebswirtschaftliche Auswertung, wenn die kontrolliert worden ist. Wir kontrollieren die nicht nur auf Sachlichkeit, auf sachliche Richtigkeit, das macht unsere Buchhaltung sowieso, sondern wir versuchen unternehmerisch dort Informationen rauszuschälen. Mhm. Und das Besondere ist, das wird auch von unserem Mandanten sehr geschätzt, wir kommentieren die BWA, die zu kommentieren sind. Also nicht jede, manchmal schreibe ich drauf, alles gut, wir haben ein BWA-Auswertungsprotokoll, so nennen wir das, wo wir Dinge erwähnen, wo wir sagen, hallo lieber Mandant, du hast deinen PA-Mehrkastenfaktor, hast du nicht ausgeschöpft oder du hast noch Potenzial bei der
professionellen Zahnreinigung. Also dass wir auch unternehmerisch daran gehen und sagen, du hast noch Potenziale und die können wir aufgrund unserer 30-jährigen Erfahrung, die ich jetzt mit dem Thema habe, können wir das wirklich umsetzen. Man muss natürlich dazu wissen, wie tickt die KZV, wie werden BEMA-Positionen abgerechnet, was ist die GOZ. Ja. Lass mich da eben einhaben, bevor es zu speziell wird. Eins ist schon mal interessant. Ein Steuerberater von der Ausbildung ist ja eigentlich nicht unternehmerisch ausgebildet. Der Steuerberater lernt sein Handwerk, entweder Studium oder Ausbildung und so weiter. Und er lernt mit Gesetzen umzugehen etc. Er wird aber nicht unternehmerisch ausgebildet, korrekt? Korrekt, an dieser Stelle. Und lass mich das noch eben ergänzen. Und ein Steuerberater hat Zahnarztmandaten. Ein Zahnarzt wird auch nicht unternehmerisch ausgebildet. Er lernt auf gut Deutsch dann zu bohren, gute Zahnmedizin zu machen, mit den Patienten vielleicht umzugehen. Aber das ist in der Regel, trifft ja ein Nichtunternehmer auf einen Nichtunternehmer. Und das ist anscheinend schon euer Geheimnis, warum ihr das so habt gut aufbauen könnt. Ihr geht unternehmerisch denkend dran. Und das unterscheidet euch natürlich auch von vielen anderen Steuerberatern, die ich eigentlich Buchhalter nenne. Ja, also es ist eigentlich prinzipiell, Holger, genau richtig so, dass ich auch nicht zum Unternehmer geboren wurde. Gut, man hat Betriebswirtschaftslehre und Steuerlehre, aber das Unternehmerische wird erstmal nicht gelehrt. So, wenn du mich heute fragen würdest, wie hast du denn früher beraten? Früher war es sicherlich anders. Mit 28 habe ich anders beraten als heute. Ja. So, man hat viel gelernt und sich entwickelt. Also man muss natürlich sagen, dass ein Steuerberatungsbüro führen oder eine Zahnarztpraxis ist keine Raketenwissenschaft. Also vieles geht mit dem gesunden Menschenverstand, wenn man ihn dann hat, und kann viel daraus ableiten. Unsere Mandanten wollen natürlich immer wieder die Auswertung erklärt haben. Wir machen das gebetsmühlenartig immer wieder gerne. Aber am Ende ist es so, dass die BWA ist das Röntgenbild des Mandanten. Und das Röntgenbild ist ja immer für den Arzt gemacht oder für uns, die BWA, für den Steuerberater. Vielleicht als Ergänzung, wir reden jetzt über Zahnnetz, aber für jeden anderen. Aber angenommen, du hast ein anderes Unternehmen, der du gerade zuhörst, egal was du machst, ob du Dienstleister bist, ob du Waren produzierst, auch du bekommst von deinem Steuerberater eine betriebswirtschaftliche Auswertung und kannst jetzt vergleichen, das was der Andreas Wilde erzählt, wie kann man mit der BWA auch sein Unternehmen besser erkennen und steuern, das kannst du auch auf deine BWA übertragen. Auf jede BWA. Also wenn ich habe gestern mit meinem Fahrradladen, erinnerst dich, ich fahre viel Fahrrad, der ist natürlich auch mein Mandant, mit dem gesprochen und habe dann festgestellt, der hat von mir ein Budget bekommen an Wareneinkauf für das Jahr, da ist er wieder drüber gewesen und hat direkt wieder finanzielle Probleme, der Konkurrent reicht nicht. Also wir haben eine Planrechnung gehabt, der hat, du darfst jetzt für 700.000 Euro einkaufen im ganzen Jahr und das hat nicht funktioniert. Also relativ früh haben wir das erkannt, er natürlich auch auf seinem Bankkonto, aber das lässt sich letztendlich auf alle Branchen übertragen, vorausgesetzt, ich kenne mich ein bisschen mit der Branche aus und kann mich damit identifizieren. Das muss immer, es gibt Branchen, die würden wir einfach ablehnen, wir machen zum Beispiel nicht so gerne Gastro, also Gastronomie, das verstehen wir nicht so besonders gut, aber für Zahnarzt habe ich eine Leidenschaft. Und weiß auch, was ein PSO Surgery zum Beispiel ist. Die Zuhörer wissen dann, was ich damit meine. Und was ein Sinuslift ist bei der Implantologie, das kriegt man dann, by the way, einfach so mit. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf die Kommentierung, dass das eigentlich jeder Mandant erwarten kann. Wir haben auf unserer BWA haben wir einen externen Betriebsvergleich. Das heißt, wir haben eine Ampel, die wir doch hinterlegt haben, wo wir Personalkosten, Raumkosten und alle Kosten vergleichen mit dem externen Betriebsvergleich in der Größenklasse. Aber ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, dass sehr oft bei unseren größeren Mandanten, dass bei Personalkosten, da steht ein Rot an der Ampel. Da würde man jetzt landläufig immer sagen, lieber Mandant, du hast zu viel Personalkosten. Wenn wir dann genauer hinschauen, wir haben da so ein Modul, Personalkosten und Ertragskontrolle heißt das, dann reißen wir die gesamten Personalkosten auf und unterteilen die nach Leistungserbringern, nach Stuhlassistenz, nach Verwaltung, nach Rezeption, nach Hygiene, nach Azubis, nach Reinigungskräften und kommen dann oft zu einem Ergebnis, dass das Rot zu grün wird. Man muss sich immer vorstellen, je größer eine Praxis wird, werden die Personalkosten immer weiter steigen, weil die Umsätze des Inhabers selber zurücktreten. Weil der ja keine Personalkosten verursacht, selber. Ja. Wenn ich einen Leistungserbringer habe, Zahnarzt, der 250.000
Honorar macht, der kostet dann auch ganz schnell 75.000, 80.000 Euro. Das heißt, die Relation Personalkosten zu Umsatz wird immer schlechter, aber nur relativ. Mhm. Absolut verdiene ich ja mit jedem Leistungserbringer Geld. Mhm. Das muss man immer nach der Profitcenter-Methode machen. Mhm. Wir haben solche Auswertungen speziell, wo wir zum Beispiel das Labor oder die PZR oder den angestellten Zahnarzt darstellen können im Ertrag, dass wir seine Umsätze sehen, die Stuhlassistenz dazu, die variablen Kosten, die Gemeinkosten und kommen dann unten zum Deckungsbeitrag und ist immer positiv. Mhm. Also man darf nicht verwechseln, recht immer wieder, dass unsere Mandanten sagen, ich zahle doch meinem angestellten Zahnarzt 30% und ich habe doch nur 28% Rendite auf meiner BWA. Also mache ich 2% Minus. Yeah. Wenn das einer sagt, das ist Blödsinn. Yeah. Weil das eine ist vom 100, das andere ist im 100 berechnet. Yeah. Das heißt, das Profitcenter trägt dazu bei, dass ich überhaupt 28% mache. Ich muss also den Zahnarzt, den Leistungserbringer, muss separat rechnen. Yeah. Auch mit allen seinen Kosten. Yeah. Da bleibt immer was übrig. Ich sage es erlaubt, 40%. Ja. Um das Ganze jetzt nochmal für die Community zu übersetzen, die jetzt nicht im Zahnarztbereich tätig sind. Ihr habt Angestellte, auch jeder Angestellte ist ein Leistungserbringer, bringt also ein bestimmtes Ergebnis für dein Unternehmen. Und das Wichtige ist immer, du selbst als Chef bist der teuerste Leistungserbringer in deiner eigenen Firma. Und deshalb macht es ja auch Sinn, Personal reinzunehmen. Wenn einer was genauso gut wie ich selbst machen kann, macht es Sinn, das Ganze an Personal zu delegieren und mich selbst auf Sachen zu konzentrieren, die mir mehr Umsatz bringen, wo ich für mein Unternehmen besser unterwegs bin. Genau, sonst bin ich ja mein eigener Flaschenhals. Ja. Und wenn ich jetzt der beste Unternehmer bin und will das alleine versuchen, dann kann ich das natürlich nicht vervielfältigen. Ja. Und die Bekarte bleibt ja dann aus. Ja. Das heißt, es ist ja immer das Problem, dass ich natürlich vielleicht nicht Leute finde, die es genauso gut machen wie ich, weil die finde ich eher nicht, weil wenn die so gut sind, dann machen sie es vielleicht alleine. Mhm. Da brauchen sie dann mich nicht dazu. Aber es reicht auch, dass ich mit Leuten mich umgebe, die vielleicht erstmal ich mit 75% Leistung einkaufe und die ich dann durch Fortbildung und bestimmte Maßnahmen dann vielleicht auf 90% bringe. Und 90% ist schon mal ziemlich gut, wenn man das erreicht. In der Tat, ja. Ja, also das ist einfach die BWA, ist kein lästiges Übel, das man wegheftet, aber an die Community gerichtet ist es eigentlich so, dass ich von meinem Steuerberater zu erwarten habe, dass der mich anruft und sagt, Herr Dr. Müller, warum ist denn gerade der Kontokorrent so hochgegangen? Mhm. Sie haben aber besondere Privatentnahmen in dem Monat. Mhm. Da müssen wir mal drüber reden. Oder warum steigen die Personalkosten so? Also ganz wichtig, was du jetzt gerade sagst, Andreas, proaktiv, ein Steuerberater geht proaktiv hin, sieht in der Auswertung irgendetwas oder sagt, das muss ich unbedingt mit meinem Mandanten besprechen. Und du hast eben noch was gesagt, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist für die Community. Das ist Abheften. Oft wird das ja als leidiges Übel genommen nach dem Motto, ach, ich muss ja meinem Steuerberater wieder meine ganzen Buchungsunterlagen geben, dann bucht er das, damit das Finanzamt beispielsweise Steuern nicht zu bezahlen habe. Ich bekomme dann die monatliche, quartalsmäßige betriebswirtschaftliche Auswertung zurück. Was machen viele? Abheften. Lochen und abheften. Eine gute Beschäftigung. Aber das ist ja nicht der Sinn einer BWA, sondern ich höre ja daraus, das ist ja ein Steuerungsinstrument, um sein Unternehmen richtig zu steuern. Richtig? Genau. Also die BWA, wie man sie klassisch kennt, Einnahmen, Ausgaben, Gewinn, reicht heute nicht mehr. Mhm. Wir haben natürlich dann immer den Vorjahresvergleich. Dahinter haben wir, wie ihr gerade gehört habt, haben wir da die Ampel, wo wir Kosten analysieren. Aber das reicht auch nicht. Wir haben daneben noch eine Lückeverwendungsrechnung. Das heißt, wo kommt der Gewinn her? Wo ist er hingegangen? Das bietet eigentlich heute jedes System. Aber wir haben noch zwei, drei wichtige Dinge, die man so nicht antrifft. Wir haben eine Steuerhochrechnung, quartalsweise. Das heißt, dass der Mandant immer weiß, was kommt auf ihn zu, unter bestimmten Faktoren. Also wir rechnen im Juni nicht geteilt durch 6 mal 12, sondern wir rechnen unter Umständen geteilt durch 6 mal 10,8, weil wir wissen, das ist die Hochrechnung durch Sommerquartal, Winterquartal und Ähnliches. Mhm. Das ist eine Sache, die Steuerhochrechnung. Und dann haben wir noch eine Steuertimeline, heißt das bei uns. Wir durch bestimmte Steuermanipulation, sag ich mal, an dieser Stelle, kann man über zum Beispiel Wertschöpfungsabzugsbeträge kann man ein Darlehen vom Finanzamt, wir nennen das so, Darlehen vom Finanzamt erlangen, wenn man mal gerade liquide Probleme hat und die Bank macht ein bisschen zu im Kontokorrent, kann man sich bis zu 100.000 Euro
für 3 Jahre mit 6% vom Finanzamt leihen. Und das ist relativ unkompliziert. Dazu muss man bilanzieren, aber da muss man seinen Steuerberater zu fragen. Also die Steuertimeline ist wichtig, dass man 3 Jahre nach vorne guckt, mit dem, was wir heute kennen, was kommt auf dich zu pro Quartal, und man kann dann super planen und vielleicht dann sich die Harley verkneifen oder den neuen Porsche Cayenne. Aber das war so in der Vergangenheit, aber die neue Generation macht sowas nicht mehr, macht nicht mehr so einen Blödsinn. Ja, ja. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema, wir nennen das Mindestpraxis-Gesamtleistung. Ja. Also, ja. Lass uns das nächste nehmen, lass mal zur Steuer zurückgehen. Ja. Was ist denn, wenn keine Steuerhochrechnung da ist? Denn dass du da, für dich ist das selbstverständlich für die Kanzlei Wild und Partner, dass ihr eine Steuerhochrechnung macht. Aber ich habe ja viel mit Mandanten zu tun. Ich kenne auch jeden Steuerberater meines Mandanten, wie er bucht, wie er berät, ja. Und 8 von 10 machen keine Steuerhochrechnung. Gib doch mal ein Beispiel, was kann denn da passieren? Ja, es kann viel passieren. Es ist mehr oder weniger Blindflug. Also 2 Dinge können passieren. Zum einen vielleicht positiv, aber auch gefährlich. Die Praxis marschiert nach oben. Ich merke es vielleicht noch nicht mal so genau, weil mein Bankkonto sich gar nicht so toll entwickelt, weil ich instinktiv vielleicht durch den guten Erfolg in der Praxis auch zu viel entnehme. Genau, also Geld landet gar nicht. Es sieht so, und ich gucke auch vielleicht auch gar nicht in meine Honorarstatistik, weil ich prinzipiell mindestens wöchentlich empfehle, dass ich sage, wie läuft meine Praxis honorarmäßig im Verhältnis zum Vorjahr. Dazu brauche ich keine BWA, das kann ich nach Leistungsprinzip, kann ich das entdecken und analysieren, weil ja alle Positionen angegeben werden, also nach Leistung ist das auf jeden Fall möglich. Ich kann natürlich umgekehrt auch, kann eine negative Kontenentwicklung, hat vielleicht nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern vielleicht mit einer Steuernachzahlung oder ich musste mein Haus was umbauen und habe das aus Liquidität gemacht. Die Praxis kann also gut laufen, aber ich habe trotzdem keine Liquidität. Das heißt, ich muss natürlich immer wissen, was auf das Guthaben auf meinem Bankkonto, wie viel gehört mir davon? Ja, ganz wichtig, wie viel gehört mir? Ja. Erklär nochmal den Zusammenhang, gerade für Leute, die selbstständig sind, die noch nicht so lange selbstständig sind, die selbstständig machen wollen. Wie läuft denn das? Du hast Einnahmen, du bist ja kein Angestellter, es wird also noch nichts an Steuern bezahlt. Wie funktioniert das jetzt mit dem Finanzamt? Ja, gut, das ist gerade so der Neugründer oder der Übernehmer, der ist in einer leicht fatalen Situation, weil wenn er übernimmt, hat er ja Patientenstamm und er arbeitet und ist fleißig, die Bude ist voll, hat aber kein Geld auf dem Konto. Das liegt natürlich sehr stark mit dem verzögerten Zahlungszufluss von der KZV. Man kann also ungefähr 6 Monate und 3 Wochen rechnen, bis mal das erste Geld kommt. Vielleicht hat man da Privatpatienten. Das ist dann bei einer Neugründung noch viel schlimmer. Da muss ich ja erstmal die Patientenzahl hochfahren. Hab vielleicht im ersten Quartal 3.000 Euro Einnahmen von der KZV. Damit kann man nicht viel machen, wenn man vielleicht 30.000 Euro Praxisausgaben hat. Der Kontokorrent steigt. In der Situation zahlt man natürlich auch normalerweise keine Steuern, weil ich ja einfach vom Zufluss her, also ich habe am 1.7. eines Jahres begonnen, habe ich vielleicht 10.000 Einnahmen und habe 150.000 Ausgaben, habe also 140.000 Verlust. Das ist steuerlich fatal, weil der Verlustvortrag, der sieht erstmal gut aus, der lässt aber sehr viel Steuervorteile liegen. Wir haben einen Grundfreibetrag, wir haben Vorsorgeaufwendungen, wir haben eine Progressionszone, all das verlässt man. Das heißt, der Steuerschaden, wenn man es nicht richtig macht, der kann bis zu 23.000 Euro betragen. Das heißt, wir empfehlen immer, in den ersten Jahren die Praxis zu bilanzieren. Das ist also so ein Steuerschmanker, also nochmal genau hinhören, bis zu 23.000 Steuervorteil, nur dadurch nicht nach Einnahmenüberschussrechnung, was so klassisch ist, sondern nach Bilanz den Gewinn ermitteln. Ja. Sagt der Community nochmal Unterschied Bilanzieren und Einnahmenüberschussrechnung? Ja, also Einnahmenüberschussrechnung bedeutet einfach, dass ich das versteuere, was zufließt und das absetzen kann, was ich bezahlt habe. Genau, das heißt, ich habe Einnahmen aus meiner Tätigkeit, dann lässt sich die Ausgaben gegenüber auf, das heißt Personal, Raum, Miete etc. Und dann entsteht ein Gewinn oder ein Verlust. Oder ein Verlust, genau. Bei der Bilanz ist es genau anders. Dort versteuere ich das, was zugeflossen ist und was noch zufließen wird. Genau, das heißt also, wenn ich eine Rechnung rausschicke im Dezember über 50.000, dann fällt die jetzt in dieses Jahr rein. Genau.
obwohl sie noch nicht auf meinem Konto ist, weil ich bilanziere. Ja. Bei einem Überschussrechner würde die 50.000 im nächsten Jahr erst auf reinkommen. Und gerade jetzt die KTV-Zahlung, da schiebt man immer das dritte und vierte Quartal vor sich her. Das dritte Quartal wird am 20. Januar abgerechnet und das vierte Quartal am 20. April. Also dann auch wieder ein neues Jahr und genauso ist bei Kosten. Genau. Da kann ich natürlich auch die Kosten reinnehmen, die ich noch nicht bezahlt habe. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn ich jetzt KZV-technisch gebeutelt bin von Degression, die es ja seit diesem Jahr nicht mehr gibt, oder von HVM einbehalten, hat man auch die Möglichkeit, solche Rückstellungen zu bilden. Dafür muss man aber bilanzieren, weil das ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Zukunft, deshalb Rückstellung. Das machen aber nicht viele deiner Kollegen draußen. Woran liegt denn das? Ja, ich... Sind die da nicht so im Thema drin? Theoretisch kann das jeder, was ich jetzt sage. Aber ich muss es wollen, ich muss einfach, wenn ich das Mandat habe, muss der die maximale Dienstleistung von uns kriegen. Also alles, was geht. Geht nicht, gibt's nicht. Ist unser Slogan. Das heißt, wenn ich das erkenne im Gespräch, wir haben ja einen engen Kontakt zu unseren Mandanten, wir haben über die BWA, über Telefonate, über Mail, ab und zu sehen wir uns natürlich auch, also unsere Mandanten werden geführt von uns. Wir sind nicht Dienstleister, der nur Fragen beantwortet. Mhm. Das ist zu einfach. Mhm. Sondern wir müssen Fragen aufwerfen. Und sagen, hast du an deinen Notfallkoffer gedacht? Das ist ja, Holger, das ist ja für dich auch ein Thema. So ein Thema, habe ich ein Testament? Habe ich ein Zweckvermächtnis? Habe ich eine Generalvollmacht? Habe ich eine Patientenverfügung? Habe ich eine Betreuungsvollmacht? Eine Vorsorgevollmacht? Ja. Das sind keine Steuerberater-Themen, aber wir sagen, hast du daran gedacht? Also Themen, die mit der Steuerberatung direkt nichts zu tun haben. Ja. Ihr seid eigentlich ein Wegbegleiter im Betrieb, aber auch fürs Private, weil der Betrieb ist ja vom Privaten nicht zu trennen. Ja. Das ist ja gerade bei Freiberuflern der Fall, wie bei Ärzten, bei anderen Freiberuflern. Die Praxis läuft gut, die Kanzlei läuft gut, aber privat merken wir als Privatperson, es ist gar keine Liquidität, da ist gar kein Geld da. Ja, das würden wir natürlich heute feststellen, über die Buchführung, weil wir auf die Privatkonten buchen. Und auch wenn der Mandant es vielleicht noch gar nicht so gemerkt hat, also wir merken das schon, aber wir gucken natürlich bei jedem Beratungstermin, wie alt ist der Mandant jetzt genau, wie alt sind seine Kinder, dass man, es gibt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich eine entschuldete Eigentumswohnung habe und mein Sohn ist 18 und fängt an zu studieren, kann ich wunderbar die Ausbildungskosten versteckt darüber absetzen, dass ich meinen Sohn die Mieteinkünfte versteuern lasse, wenn das Zuwendungsmissbrauch. Ja. Habe ich mal eben, wenn ich zum Beispiel beispielhaft 12.000 Euro Mieteinnahme habe und der bestreitet daraus aus diesen Einnahmen seine Studienkosten, seinen Unterhalt mit Studentenwohnung, ist das ja indirekt darüber abgesetzt, wenn er es steuerfrei bekommt. Genau, weil er nutzt im Prinzip die Steuerkraft des Studenten aus, der hat ja keinen Freibeträge, die Freibeträge, die nutzt aus die 12.000, das heißt also, wenn du ihm 12.000 Einkünfte zufließen lässt, hier durch die Immobilie in dem Beispiel, hat Papa, Mama die Studienkosten in Höhe von 12.000 schon abgedeckt, im Prinzip durch Hilfe des Finanzamts. Das ist auch ganz legitim, das ist nichts mit... Nee, das ist alles legal. Das heißt, die 45%, die man sonst dann darauf bezahlen wird an Steuern, ist dann bei Kind steuerfrei. Genau, darüber, so ist es. Darüber setze ich das ja dann indirekt ab. 45% von 12.000 ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Genau, das sind so über 5.000 Euro. Ja, das kann man zeitlich begrenzen auf 3-5 Jahre und kann es auch immer wieder verlängern, wenn jemand doch ein bisschen länger studiert. Genau, weil die andere Seite der Medaille ist, ich habe dem Kind das rübergegeben und wenn ich es geschenkt hätte, weg ist weg, geschenkt ist geschenkt, aber durch den Zuwendungsmissbrauch kann man das begrenzen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, machen wenige Leute draus. Ne? Ja, wir verstehen das alles nicht, weil von der Ausbildung her sind wir alle gleich. Aber du musst einfach, wie ich sagte, du musst das Feuer in dir haben und wir wollen natürlich begeisterte Mandanten haben. Und Mandanten, die begeistert und sehr zufrieden sind, die empfehlen auch natürlich wieder. Wobei es nicht in dem Maße geschieht, wie man sich das immer vorstellt, weil es gibt auch Leute, die sagen, diesen genialen Steuerberater die will ich nicht teilen. Gibt's auch, Oder ich möchte nicht, dass mein Kumpel beraten wird. Ja. Oder dass er weiß nachher, wie viel ich verdiene. Das sind natürlich immer Themen, die mit hinzukommen. Nochmal zurück zur BWA, Andreas. Wir haben jetzt die Personalkosten besprochen, wir haben die Steuern besprochen. Da merkt man sehr viel Beratungsleistung, kann man da schon als Steuerberater rüberbringen, wo wirklich ein Mehrwert für den Mandanten erzeugt wird. An welchen Kostenpositionen kann man denn noch drehen? Das wird alles überschätzt.
Also die größte Kostenposition ist natürlich der Personalkostenbereich. Der muss wirklich sehr gut beobachtet werden, weil wir haben Mandanten in der größten Klasse, sagen wir mal 800.000. Manche haben 12% Personalkosten und manche haben 30. Es ist aber alles gleich. Das gleiche Behandlungsstruktur, Praxis, gleiche Größe. Woran liegt das? Das liegt natürlich unter Umständen daran, dass es Behandler, Zahnarztkollegen gibt, die gerne drei Helferinnen mit sich rumschleppen, die dann im Behandlungszimmer stehen und sich die Füße platt stehen. Und manche sagen, ich komme mit einer halben Kraft aus. Also es ist eine Mentalitätssache, aber das entscheidet hinterher über Gewinn oder Verlust. Warum habe ich 45% Rendite auf den Umsatz oder warum habe ich nur 18%? Das ist oft, sind das die Personalkosten, weil Miete ist gesetzt. Zinsen sind gesetzt. Factoringgebühren. Also Zinsen für aufgenommenes Fremdkapital, um die Praxis zu kaufen oder einzurichten. Ja. Unterschiede können natürlich sein, wenn einer über seinen Verhältnissen lebt. Das können wir ja über die Mindesthonorarberechnung feststellen. Wenn jemand zu hoch entnimmt, das kann man da super ablesen. Dann wird er üblicherweise auch einen Kontokorrentkredit haben. Und wenn ich heute 100.000 Euro im Kontokorrentkredit habe, zahle ich, wenn ich Pech habe, zahle ich zwischen 6.000 und 13.000 Euro Zinsen, je nachdem, welche Bank ich habe. Ja. Und das ist einfach, das ist Nettogeld, weil diese Zinsen noch nicht mal abziehbar sind, steuerlich. Ja. Die muss ja zur Steuerung Geld bezahlen. Das ist viel Geld. Ja. Mit dem Geld kann ich eine Altersvorsorge aufbauen. Zum Beispiel, ja. Ja. Jetzt sagst du Zinsen, lass uns darum noch zu sprechen kommen, da habt ihr auch den Ansatz, ihr macht ja auch, ja, wollt ihr auch mit Tilgungswechseln, Privatimmobilie und Praxisschulden und Privatschulden. Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir gespiegelt zur Bank haben wir, von allen Mandanten haben wir alle Darlehen, auf einem Excel-Sheet haben wir das vermerkt. Wir wissen also genau, mit welchen Konditionen, mit welchen Tilgungsanteilen, wann laufen die aus, wann laufen die Festzinsen aus. Muss man sich vielleicht frühzeitig um ein Darlehen kümmern, muss man ein sogenanntes Vorwortdarlehen abschließen für ein Familienhaus oder wofür auch immer. Also wir sind da voll up to date, wir gehen aktiv damit um und sagen, hallo, wir müssen uns über das Darlehen unterhalten, da ist der Ablauf, kommt nächsten oder in 3 Monaten und wir haben noch gar keinen Tilgungsersatz vielleicht. Mhm. Das ist auch ein proaktiver Ansatz, weil das von der Bank ja nicht immer kommt. Mhm. Und ihr geht ja auch nach dem Prinzip vor gute Schulden, schlechte Schulden. Das in meinem Wording heißt das, gute Schulden sind die, wo ich die Zinsen steuerlich absetzen kann. Das heißt also, meine Zahnarztpraxis, wenn ich dafür Geld aufgenommen habe, die Zinsen kann ich steuerlich absetzen, sprich das Finanzamt beteiligt sich an den Kosten. Habe ich dafür aber ein Privathaus gekauft für das Geld, das sind schlechte Schulden, die Zinsen kann ich steuerlich nicht ansetzen. Genau, also was ist da die Lösung? Kann man das optimieren? Ja, genau. Also die betrieblichen Zinsen, die kosten die Hälfte und die privaten Zinsen kosten das Doppelte. Ja, also wenn man jetzt, wir sagen einfach mal 3%, die 3% kosten salopp im betrieblichen Bereich 1,5% und die privaten kosten 6%, also das Vierfache. Ja. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also in der Vergangenheit war es ja so, dass immer mal Tilgungsaussetzungsinstrumente, also Surrogate, wurden empfohlen und es hat sich da ein erheblicher Vermögenswert in Form von Kapitallebenssicherung aufgebaut. Die kann man natürlich wunderbar als Steuerinstrument auch verwenden und sagen, okay, mein betriebliches Darlehen nach 12 Jahren, das tilge ich damit nicht, sondern wenn man es richtig abgestimmt hat, damit tilge ich mein Einfamilienhaus. So, das war nun der erste Teil des spannenden Interviews mit dem Steuerberater und Experten Andreas Wilde. Freu dich auf den zweiten Teil, der in 2 Tagen erscheinen wird.